Die Nerven liegen blank, kurz vor der Sommerpause. Dem SPD-Politiker Michael Schrodi platzt der Kragen, attackiert verbal CDU-Chef Merz und Mitarbeiter des Parlaments. Das lässt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nicht durchgehen. Und ich erteile dem Abgeordneten Michael Schrodi dafür ein Ordnungsgeld. Hintergrund der Pöbelattacke: Die Union will mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck über das Heizungsgesetz diskutieren, der sei jedoch verhindert. Der Bundestag stimmt per sogenanntem Hammelsprung darüber ab, ob Habeck erscheinen muss. Heißt, erstmal alle raus, abgestimmt wird dann durch den Eintritt einer von drei Türen, die mit Ja, Nein oder Enthaltung markiert sind. Am Ende darf Habeck der Diskussion fernbleiben, zum Ärger der Unionsfraktion, die am liebsten eine komplette Neuauflage des Heizungsgesetzes hätte. Und wenn Sie jetzt schon heute für die nächste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages dieses Gesetz in unveränderter Form auf die Tagesordnung im September setzen, dann ist das ein weiterer Ausdruck von Respektlosigkeit und Ignoranz dem Deutschen Bundestag gegenüber. Die Ampel hätte das Gesetz gerne vor der Sommerpause verabschiedet. Das Bundesverfassungsgericht stoppt die Pläne jedoch. Grund: zu wenig Beratungszeit für die Abgeordneten. Ein Rückschlag für die Regierung, konkret für Minister Habeck. Doch der nimmt's gelassen. Die Union hat jetzt mehr Zeit, das Gesetz zu lesen und zu studieren. Das war ihr Wunsch, der ist erfüllt worden, mit großem Respekt vor den Karlsruher Beschlüssen. Aber das Gesetz steht und alle haben das gestern noch mal bekräftigt. Der Showdown vor der Sommerpause hat nun ein Ende. Im September kommen die Abgeordneten in Berlin wieder zusammen. Die Pause haben wohl alle jetzt besonders nötig.